Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Atlantis Bundle von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Atlantis von Flair. Das Ganze am 27.03. erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 16. Album von Flair, Atlantis. Wir haben hier die Bundle-Edition, auch wenn das Ganze hier in einer Box kommt. Wir haben hier einen Sticker, und zwar lesen wir hier Limited Sweat Bundle, Size L. Das Ganze gab es in diversen Größen, L, XL und XXL. Diese drei Größen waren meines Wissens verfügbar. Ich habe mich für L entschieden. Darunter lesen wir dann auch noch, enthält Album-CD und limitierten Sweater. Sonst weiter nichts. Open here, Barcode, Beteiligte und, und. Okay. Auf der Seite Dev, also ein Dev-Shop-Karton. Ebenso, also rundum Dev-Shop gebrandet. Und von unten in schwarz. Wir kennen das Ganze ja schon von der Colucci Zeit, also bei Colucci gab es ja auch diverse Bundles und Boxen, die auch von DevShop gemacht wurden. Es wird wohl die letzte sein, denn die Kooperation mit DevShop ist ja laut Flair vorbei. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes machen wir hier mal das Klebeband ab, beziehungsweise schneiden wir es durch. So, wunderbar. Und dann schauen wir mal hinein. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal das Album an sich. Und dann haben wir den Sweater. Sowie, das sieht nach einem Poster aus. Ja, ein Poster ist auch noch dabei. War jetzt ja gar nicht angegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Oder, wir lesen nochmal. Nein, hier steht ja tatsächlich nur drauf, enthält Album-CD und limitierten Sweater. Also das Poster war hier nicht angegeben. Die Box packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir mal mit dem Inhalt. Wir haben hier den Sweater noch in einer Folie. Hier lesen wir noch. Color Black, Size L, Style. Okay, das ist so quasi eine Seriennummer, eine Katalognummer. Das Ganze kommt sogar in einem gebrandeten Sack, also in einer gebrandeten Plastikfolie. Hier sehen wir es, maskulin, das Label von Flair, das Modelabel. So, den Sweater packen wir dabei noch zur Seite und nehmen uns noch das Album vor, das hier ebenfalls eingeschweißt ist. So. Einmal hier unten bei der Schweißnaht, das bietet sich gut an. So. Also, das 16. Album von Flair. Es hat ja diverse Phasen durchlaufen. Also ich glaube, aus Corleone, ursprünglicher Albumtitel, wurde dann mit der Zeit Energy, beziehungsweise Energie, und dann schlussendlich Atlantis. Cover gab es, glaube ich, auch knapp 10. Die da so im Umlauf waren. Schlussendlich ist es dieses hier geworden, also kein Unterwassershooting, keine ja sonstige Poolwasseraufnahmen. Nein, es ist tatsächlich dann einfach ein Bild hier in der örtlichen Waschanlage geworden. Wir haben hier den Interpreten Flair abgebildet in einer wasserbenetzten Jacke. Dahinter haben wir einen dicken Mercedes und einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case, hier auf der Seite in so einem lila Farben. Dann lesen wir auf der Seite Flair Atlantis und Maskulin Group. Und auf der Rückseite präsentiert uns Fleezy nochmal seine Armbanduhr. Und dann haben wir hier noch die Infos, die Tracklist. Also wir haben hier 16 Tracks an der Zahl und wir haben hier Features, insgesamt 5 Stück. Von Summer Jam, Gringo, Sierra Kid, Sido und Farid Bang. Barcode und Beteiligte. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet.
So, was haben wir hier? Ja, Waschanlage ist auch hier im Artwork vertreten. Die eingeschäumten Scheiben des Autos. Dann haben wir einmal die Infos, die Credits zum Album. Die einzelnen Tracks in der Übersicht, wer Text und Beat beigesteuert hat. Weitere Fotos aus der Waschanlage. So, da haben wir dieses Prachtstück an Auto nochmal von hinten. Ein S63 AMG in Weiß. Weitere Tracks. Ja, also dieses Waschanlagen-Ding wird hier wirklich konsequent durchgezogen. So sieht das aus. Und zum Abschluss die restlichen Tracks und nochmal ein Bild ohne Mercedes, beziehungsweise ist er hier so im Hintergrund hinter Flair verschwunden. Ah ja, hier haben wir ihn dann nochmal alleine. Also, Grüße gehen raus an Mercedes. Dann haben wir die Album-CD, die ist hier in Schwarz und Rot, also diese rot eingefärbten, angeleuchteten Spritzer der Waschanlage hier auf der CD. Also Drip ohne Ende. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Wie gesagt, am Karton war es zwar nicht angegeben, aber nichtsdestotrotz ist es hier dabei. So sieht das aus im Querformat. Wir haben hier wieder Flair in der klassischen Pose, die wir vom Cover kennen, vor dem Auto. Und links unten haben wir dann auch noch die Beteiligten. Maskulin, Universal, Urban und Porno Graphics. Also das ist der Prinz Pi. Scheinbar war er hier auch beteiligt an diesem Artwork. Das ist das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir hier noch einen Sweater, der hier noch so eine Folie drin hat. So. Obwohl ich nur Size L gewählt habe, erscheint mir der riesengroß. Wir haben hier einen schwarzen Sweater mit dem großen roten Carlo Colucci Logo. So sieht das aus. Darunter lesen wir dann Maskulin in so einer 3D-Schrift. Darunter dann nochmal der klassische Schriftzug von Carlo Colucci. Also so eine Kooperation der beiden Marken. Auf der Rückseite ist das Ganze in Schwarz gehalten. Also wir haben hier keinen Neckprint oder irgendwas am Rücken zu sehen. So, was haben wir hier noch? Wir lesen hier Carlo Colucci Maskulin Edition Size L. Und dann haben wir noch so ein kleines Kettchen mit dran. So ein Tag, auch hier wieder zu lesen. In Braun und Schwarz. Style, Color, Size. Okay, das kennen wir schon. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob wir noch einen weiteren Zettel vorfinden. Jawohl, den habe ich gesucht. So, was lesen wir hier? Maskulin, Size L, designed in Berlin. Also Maskulin macht ja Flair gemeinsam mit Prinz Pi unter anderem. Roadmap 1, Strong Fashion Produced. Okay. Also Roadmap 1 GmbH in Berlin. Dann haben wir die Wasch- und Pflegehinweise. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? Aus 80% Baumwolle und 20% Polyester. Okay. Und wo das jetzt genau hergestellt ist, also Made in, kann ich jetzt hier leider nicht sehen. Ich sehe nur eben Produced for Roadmap und so weiter, aber Made in sehe ich hier nicht. Okay, ja, Grüße gehen raus, unbekannterweise. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. So, einmal der eben gezeigte Sweater, dieses Sweatshirt. In Schwarz und Rot, wie gesagt, drei verschiedene Größen kann man hier auswählen. L, XL und XXL. Dann haben wir mit dabei das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Und natürlich das Album an sich, Atlantis im Super Jewel Case mit 16 Tracks und 5 Features. Jawohl, das alles in
diesem wunderbaren Bundle, in diesem Karton Atlantis von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.